auf mein Kommando. Lore ist mit uns. Da haltst du mal ein bisschen. Gebt euren Befehl. Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Gut, drei von... Nö, ich glaube, ich pumpe jetzt die restlichen drei auch noch in Hexenmeister. Damit wir Schlagkraft haben. Naja gut, hier wäre Mondsilber. Ich habe allerdings gerade niemanden, der das abbauen könnte. Und ja, ich bräuchte für Kriegsherren und für Todesritter Mondsilber. Habe ich vergessen, den Seelenstein zu aktivieren? Und es ist dann etwas doof. Gebt euren Befehl. Oh, da ist doch noch eine Schattenklinge. Gebt euren Befehl. Nor ist mit uns. Lasst uns kämpfen. Für die Ehre. Na komm, das Aria für einen Hexenmeister noch. Oder habe ich nicht mitgekriegt, dass die Orks mir den Seelenstein weggenommen haben? Weil eigentlich müsste hier schon alles wieder dunkel sein. So wie hier auch. Oh, hier ist noch... Hier ist Aria und Mondsilber. Aber da ist das Tor im Weg. Oh, okay. Letzter Hexenmeister für den Augenblick. Nor ist mit uns. Lasst uns kämpfen. Für die Macht Nors. Für die Ehre. So, dann bewegt ihr euch mal wieder in die Richtung. Sind zwei Brander, also Feuertürme noch dort. Die sollten kein so großes Problem sein. Aber ja, definitiv, wenn ich da durch möchte, muss, also zu Vorim hin möchte, dann muss ich wirklich durch den Sumpf, wo die ganzen starken Ork-Einheiten stehen. So, da zieht meine Armee. Was verlangt ihr? Gerne. Das ist halt wirklich die große Frage. Hier bin ich, Meister. Eile, Meister. Wie kann ich sofort, sofort? Alles, was ihr wünscht. Ja. So, zieh ich mal Leute ab. Was verlangt ihr? Wir können dann eine Mondsilbermine hier bauen, sobald wir da freigeräumt haben. So, jetzt gucken wir mal, der Maskierte. Der steht einfach rum. Hat keinen Questmarker, nichts. Hier da! Hier herüber! Jetzt hat er einen Questmarker.
Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich es jetzt angesprochen. Eine der Neuerungen von Breath of Winter sind ja diese Palisadentore. Und scheinbar die Questgeber, die einfach mal so aufploppen, sind auch neu in Breath of Winter, mehr oder weniger. Was ist das? Ihr gehört doch nicht zu den Leuten dieses stümperhaften Zauberers. Nein, ich bin keiner von Vorims Leuten. Aber ein Runenkrieger, das seid ihr. Und ihr seid hier, um diesem Stümper den Gang auszumachen, nicht wahr? Ein Runenkrieger, vortrefflich. Ich habe gleich eine Aufgabe für euch. Was für eine Aufgabe, alter Mann? Mein tollpatschiger Diener Lucius hat sich von diesen Schergen fangen lassen, gemeinsam mit meiner Warenladung. Lucius würden ein paar Stunden am Goblin-Markt am Pfahl zwar nicht schaden, aber meine Ladung vermisse ich doch sehr. Es ist gleich dort oben. Befreit den Guten, wenn es euch beliebt. Ich warte hier. Kommt doch mit. Immerhin ist es euer Diener. Ich halte mich nicht gerne im Umkreis von Götzenstatuen auf. Aber wartet, ich habe noch etwas für euch hier. Was ist das? Das ist ein roher Runenstein. Nehmt ihn mit und achtet auf diesen Goblin mit den zwei Messern. Ihr sprecht in Rätseln, alter Kauz. Ihr werdet euch wundern. Nun frisch auf, meine Zeit läuft nicht im Kreis. Okay. Der Typ ist seltsam. Gibt uns einen leeren Runenstein auch noch? Der Maskierte. Ja. Lucius, der Gehilfe des Maskierten, ist von Goblins verschleppt worden. In dem Lager auf dem Berg wird er gefangen gehalten. Scheinbar will der Maskierte nicht in die Nähe der Götzenstatue der Goblins. Also ist es an euch, Lucius zu befreien. Rettet Lucius aus dem Lager der Goblins auf dem Berg. Lucius, der Gehilfe des Maskierten, ist von Goblins verschleppt worden. In dem Lager auf dem Berg wird er gefangen gehalten. Scheinbar will der Maskierte nicht in die Nähe der Götzenbilder. Also ist es an euch, Lucius zu befreien. Ja, das ist derselbe Text, juhu. Ich hab's erst jetzt gemerkt. Ich eile, Meister! Die Echo-Sümpfe ist gerade aktiv. Die Linien dürfen nicht brechen! Oh. Der greift meinen Hexenmeister an. Schweinerei. Und ja, wir müssen jetzt da hoch in das Goblin-Lager. Für die Ehre! Dass auch noch verschlossen ist. Jetzt ist es offen. Und ja, er meint wahrscheinlich Gitzo, auf den wir da achten sollen. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. So, hat sich hier irgendwas geändert? Eure Gegenwehr ist vergebens! Die Linien dürfen nicht brechen! Der Tod ist nur der Anfang! Gebt euren Befehl! Für die Ehre! Nor ist mit uns. So, Gitzos Essenz. Gitzos schlafender Runenstein haben wir erhalten. Also haben wir gerade eben... Ja. Die Essenz ist jetzt despawned. Dafür ist jetzt ein Runenstein entstanden. Also der Runenstein hat sich verändert. Silbern glitzert der Tod. Ich bin unwürdig. So, ihr...
und Silberschmiede errichten. So, Tag, Kumpel. Oh, ich bin frei? Ja, so scheint es, Freund. Oh, ihr habt mich befreit? Euer Scharfblick ist erstaunlich. Oh, gut, danke. Jetzt dürft ihr etwas von meinen Waren kaufen. Ja. Als Dank? Etwas kaufen? Oh, mein Meister hat mir verboten, Sachen zu verschenken. Ich habe früher immer ganz viel verschenkt. Das hat dem Meister gar nicht gefallen. Oh, nein. Mein Meister, das ist der Mann mit der Maske, wisst ihr? Er wird euch bestimmt eine schöne Belohnung geben. Geht nur zu ihm. Oder ihr kauft selbst etwas Feines. Schaut euch meine Waren nur an. Okay, der Maskierte. Bringt dem Maskierten die Befreiung, die Nachricht von der Befreiung. Lucius ist frei und bietet euch zum Dank seine Waren an. Der Maskierte hat wohl eine etwas handfestere Belohnung für euch. Was hast du Schönes? Du hast Questgegenstände. Oh, du verkaufst auch Knochen. Blutedelsteine, okay. Interessant. Und du verkaufst auch Zauber. Eine Zone der Heilung wäre schön. Aber ja, die da können wir theoretisch an dich verkaufen. Hier behalten wir erstmal alles. Oh, und wir haben ein Level abgekriegt zwischendurch. Erstmal die Attributspunkte ganz vorsichtig. So. Ja, machen wir das erstmal so hoch. Können wir jetzt was Neues, Tolles ausrüsten? Nö. Nicht wirklich. Oh, aber den hier könnten wir ausrüsten jetzt. Da ist der aber besser. Du kannst den leider nicht tragen. Du hast nämlich nur große Klingenwaffen und Leben. Okay. Das heißt, jetzt geht's zurück zu ihm hier. Haben wir Leute verloren? Gute Frage, nein. Ja. Mondsilberwerkstatt bräuchte noch Mondsilber und du bräuchtest auch noch mehr Mondsilber, okay. Also heißt, wir geben mal Arie hierfür aus. Nur macht uns stärker, Meister. Ruhm und Ehre. So, dann gucken wir mal, was der Maskierte für uns hat. Ah, die Rune ist zurück. Euer Diener ist frei. Vortrefflich. Habt ihr den Goblin besiegt? Das habe ich. Dann wird euch aufgefallen sein, dass er etwas Seltsames bei sich trug. Ja, eine Art Essenz. Eure eigene Runenkraft macht sie euch sichtbar. Aber kaum hattet ihr sie entdeckt, da war sie auch schon wieder verschwunden. Eingegangen in den rohen Runenstein, den ich euch gab. Das ist Runenmagie. Richtig. Jetzt habt ihr die schlafende Rune dieses Goblins. Und mit einem einfachen Zauber erwecke ich sie für euch. Wie könnt ihr die Runenformung beherrschen? Schnickschnack. Dazu braucht es einen Zirkelmagier mit all seiner Macht. Die Runensteine tragen die Kraft bereits in sich. Ich nutze sie nur. So, ihr besitzt nun die Rune dieses Goblins. Ruft ihn an einem Monument, wie ihr auch eure anderen Runensklaven ruft. Er wird euch dienen.
Ich gebe euch noch einen weiteren Runenstein. Achtet darauf, ob ihr eine solche Essenz bei einem Feind entdeckt. Dann ist seine Seele würdig, an die Rune gebunden zu werden. Wenn der Runenstein eine weitere Essenz aufgenommen hat, bringt ihn zu mir. Ich kann ihn für euch erwecken. Ja, einfach so.